glaube, dieses Album wurde von Farid mit sehr großen Worten wie, hey, wenn das nicht mein bestes Album wird, beende ich meine Karriere, angekündigt. So in der Art hieß der Wortlaut auf jeden Fall. Ich habe das so über drei Ecken so ein bisschen mitbekommen, dass er das so ein bisschen angeteasert hat und schon relativ indirekt, relativ groß über sein Album spricht. Weil wenn du über dein eigenes Album sagst, obwohl nicht mal ein Song draußen ist in der Promophase, du hast noch kein Feedback von den Zuhörer oder Zuhörerinnen bekommen. Wenn du da schon sagst, ey, wenn das nicht mein bestes Album wird, beende ich meine Karriere. Wenn du das sagst, bevor die ganze Menschheit überhaupt einen Song auf dieser Platte gehört haben, musst du Eier haben. Und die hat Farid bekanntlich. Niemals antäuschen, 2,5 Minuten, liken, support, scamort, produziert ist der Bums von Joseness und co-produziert von Sias und Johnny Instrument. Schöne Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Und ich glaube, wir können gar nicht so viel drüber sagen, außer dass ich Farid, ja, lieben gelernt habe über die letzten Jahre. Auch gerade ist mit JBG3 gefällt mir Farid extrem, extrem gut. Wir haben bis jetzt noch nichts von der Promophase gehört. Wie heißt denn das Album eigentlich? Warte mal, das sollten wir vielleicht davor ganz kurz klären. Asphalt Massaker 4. So, also, das Intro vom Album. 2,5 Minuten, Abfahrt. Ey, Digga, was ist für ein Video? Warte mal ganz kurz. Was ist für ein Video? Wie viel kosten die ersten 18 Sekunden vom Video? Wahrscheinlich schon mehr, als ich in 3 Monaten verdienen würde. Ohne Witz. Was hat er fürs Video gezahlt? Wer weiß, ab in die Kommentare. Hat brutale Intro-Vibes, finde ich. Direkt. Mir ist es voll wichtig, dass so ein Intro auch Intro-Vibes hat. Gerade bei so einem Rap-Album irgendwie, das vielleicht auch so eine Geschichte durchgehend erzählen soll. Wer weiß, manchmal gibt es so Konzeptalben, wo der eine Song mit dem anderen ein bisschen zusammenhängt. Vielleicht wird es bei Asphalt Massaker der Fall sein, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen das noch nicht. Aber Fakt ist, für mich hat es schon irgendwo Intro-Vibes. Also es geht schon so echt gut los. So ein bisschen, man weiß nicht so ganz, in welche Richtung es geht. Es baut aber gut Spannung auf. Okay, das war eigentlich nur so ein Intro, oder? Also das gehört gar nicht zum eigentlichen Song. So habe ich das jetzt wahrgenommen. Nach einer halben Minute geht der Song jetzt erst los, ne? Intros müssen für mich, also Intros koppeln sich für mich immer ganz, ganz stark vom eigentlichen Album ab. Die müssen nicht ultra lang oder, keine Ahnung, eine krasse Geschichte erzählen. Für mich müssen Intros einfach das Album gut anteasern oder gut einleiten, so, das, so wie ein Intro halt sein soll, wisst ihr, ich meine? Und wenn das Intro hier nur 2 Minuten geht, bin ich damit auch vollkommen cool, wenn es halt brutal abliefert musikalisch, wisst ihr, ich meine? Ich habe, glaube ich, was von 350.000 gehört bei dem Videodreh. Der Videodreh, 350.000, ich glaube nicht. Also wenn ich das vergleiche mit dem halben Stunden Musikvideo von Sunny, und wie viel hat er dafür gezahlt? 200.000, 300.000? Also das war in der Preisregion? Ich glaube nicht, dass du für 2,5 Minuten 350.000 zahlst. Niemals, oder? Ja, okay. Ah. Okay, es geht direkt los, nice. Jede Missgeburt sagt, ich hätte mein... Ich weiß, ich stopp viel, ist aber ich verstehe die Leute nicht, die sagen, stopp nicht so viel, ich will den Song hören. Bro, der Originallink zum Song ist immer in der Beschreibung. Du klickst darauf und kannst den Song so oft hören, bis er dir zu den Ohren dreistrahlig rauskommt, ne? Das ist meine Reaktion, ich versuche hier und da ein bisschen was zu erklären, vielleicht auch hier kurz ein, nicht ein Einwand sowas, aber es ist sehr lustig, wie er hier einsteigt. Das zweite Wort, das wir auf dem Album bekommen. Jede Missgeburt sagt... Sympathisch. Sympathisch. Du weißt direkt, in welche Richtung das ganze Album geht. Mit dem zweiten Wort. Jede Missgeburt sagt, ich hätte meinen Biss verloren. Doch auch Ronaldo ist mal ein Jahr nicht in Form. War das alles Farid? Wir wollen den alten Farid. Asphalt Massaker 4, wann ist Album Release? Ich muss mich aber auch hier wieder an seine Stimme gewöhnen. Ich habe Farid das letzte Mal, wir machen gerade so einen kleinen JBG3-Marathon, wo ich jede Woche so einen Song oder so abcheck vom JBG3-Album so. Und da hat sich die Mische auch wieder ganz anders angehört. Aber muss ich, glaube ich, daran wieder gewöhnen. Du musst dich immer an Farids Stimme gewöhnen, oder nicht? Kann auch gut sein. Wann ist Album Release? Weder Rück noch Künstler, du bist ganz alleine. Hast Angst alleine, gehst nicht in Kampf alleine. Früher war dir scheißegal, wer vor dir steht. Heute denkst du nur noch an dein Portemonnaie. Aber wie krass wäre es, wenn wirklich dass das Karriereende von Farid wäre. Jetzt mal Real Talk, es wird es wahrscheinlich nicht so sein, einfach weil ich glaube, das Album brutal abliefern wird, aber stell mal vor, wie krass wäre es, wenn Farid wirklich seine Karriere irgendwann demnächst an Nagel hängen würde. Jeder will, dass ich wie früher rappe. Wieso wie früher rappen, ich kann es auch übertreffen. Nach 15 Jahren immer noch mit fester Haltung. Entweder mein bestes oder letztes Album.
Hier sagt er es auch nochmal, aber hier mit fester Haltung. Guck mal, wie er fester Haltung betont. 15 Jahre immer noch mit fester Haltung. Seit 15 Jahren immer noch mit fester Haltung. Entweder mein bestes Album oder... Entweder mein bestes oder letztes Album. Entweder mein bestes oder letztes Album. Er sagt sie auch hier nochmal so. Und so wie das alles anfängt, wenn das der Stil vom Album wird, rein von den Songs her, wird das ein behindert gutes Album, sag ich so, wie es ist. Ultra epischer Anfang. Du weißt direkt, okay, it's about to go down, Bro. Die Scheiße ist am Dampfen, jetzt kocht die gleich über. Wisst ihr, ich mein? Boom. Asozialer Marokkaner, ich zerstöre dich schon. Du wolltest Tracks fliegen, doch hast nur einen Köder geschluckt. Ja, kalt. Stopp, ganz kurz, hier meldet sich der Patrick aus der Zukunft, aus dem Schnitt schon. Und mir ist aufgefallen, dass ich die Zeile komplett überhört habe. Dass anscheinend der Leak, den Shindy geleakt hat, dazu da war, dass er geleakt wird. Dass er den Köder quasi geschluckt hat. Jetzt hat zwei Möglichkeiten. Entweder der Leak, den Shindy geleakt hat, war wirklich dazu da, dass er geleakt wird. Oder Farid hat den Text ganz schnell umgeschrieben. Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Was ist eure Meinung dazu? Ab in die Kommentare. Weiter geht's. Ich hab auch das Adlib vermisst. Ja, gelb. Ich hab auch das Adlib vermisst, Bro. Asozialer Marokkaner, ich zerstöre dich schon. Du wolltest Tracks fliegen, doch hast nur einen Köder geschluckt. Ja, kalt. So habt ihr Fotzen wieder im Internet gezeigt. Eure einzige Waffe ist die Hinterhältigkeit. Ach so, wenn hier direkt irgendjemand erwähnt wird, müsst ihr mir da irgendwie ein bisschen auf die Sprünge helfen, so. Also real talk. Ich habe mich gerade so in JBG3 ein bisschen eingelebt und da wurde auch schon extrem viel gedisst, dies, das, bibub, wurden extrem krass viele Seitenhiebe verteilt. Ich gehe halt stark davon aus, dass Farid sich auch jetzt relativ kurzfristig zur Aufgabe gemacht hat, dem netten Shindy auch ein, zwei Zeilen reinzudrücken, einfach weil er gegen seinen langjährigen Freund Kolle geschossen hat und das ist jetzt nicht gerade wirklich glimpflich so. Dementsprechend denke ich auch mal, dass das Album generell, Asphalt Massaker 4, bei dem einen oder anderen Song etwas umgeschrieben wurde, so, wenn man das so nennen darf. Dementsprechend denke ich schon, dass Shindy extrem krass viel abbekommt. So habt ihr Fotzen wieder im Internet gezeigt. Eure einzige Waffe ist die Hinterhältigkeit. Wenn die Spinner nichts erreichen, aus eigener Kraft wollen sie nicht fallen sehen, denn du hast es alleine geschafft. Jetzt mal ganz kurz, okay? Weil ich höre dieses Gerücht immer öfter, dass dieser Free Spirit Distrack abgesprochen war mit Colin Farid. Dass die wussten, dass dieser Free Spirit Distrack einfach irgendwann kommt. Ich höre jetzt auch immer öfter die letzten Tage, gerade wo Farid das Intro angekündigt hat. Hey, hast du dieses Gerücht mitbekommen, dass anscheinend der Leak auch von Shindy beabsichtigt war? Shindy hat ja jetzt vor ein paar Tagen auch diesen Distrack von Farid an ihn quasi selbst geleakt. Nochmal auf Instagram oder sowas, im Netz auf jeden Fall. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das abgesprochen ist oder nicht. Weil ich bin jetzt schon so lange in diesem Deutschrap-Ding drin und man hat schon alles gesehen. Man hat alles gesehen, es kann alles sein, leider. Man muss leider davon ausgehen, auch so. Obwohl ich es hier nicht glaube irgendwie, ich bin mir nicht sicher. Nichtsdestotrotz wird Shindy auf Dauer gegen Colin und Farid definitiv den kürzeren ziehen, aber komplett. A14, ich teile auf diesem Rache fällt zu krass aus, sodass der Index sagt, die Rache fällt zu krass aus. Digga, ich wusste es, dass er darauf einen Spit bringt. Ich wusste, Digga, ich bin langsam richtig drin bei Farid, ohne Witz. Ich wusste, dass er auf Rachefeldzug oder sowas einen Spit bringt. Viel Steil auf diesem Rachefeldzug krass aus. Rache, Digga, ist auch gut eigentlich, das ist richtig gut. Rachefeldzug krass aus. Ich wusste, dass darauf ein Spit kommt. Rachefeldzug krass auf. Sodass der Index sagt, die Rache fällt zu krass auf. Sodass der, ey, wir beten mal zu Gott und klopfen dreimal auf Holz, dass das Ding nicht irgendwie auf dem Index landet. Allerdings hat er auch selbst gesagt, dass das Album hier an der einen oder anderen Stelle nochmal umgeschrieben wurde. Und wir hoffen einfach mal, dass es nicht zu drastisch, nicht zu asozial umgeschrieben wurde. Und wir hoffen einfach nicht, dass der Index sagt, ey, die Rache fällt hier gerade zu krass aus. Das können wir so auf die Menschheit nicht loslassen. Bucherboxen und Feuerzeuge, weil sich die Probleme mit der Steuer häufen. Deine Karriere im Rap zerstört, oh. Mit Fanscammen wie Webcam Girls. Du hast deine Karriere im Rap zerstört mit Fanscammen. Wer hat seine Fans gescammt? Chat, weiß es jemand? Wie Webcam Girls, eigentlich auch ganz cool. Wer hat seine Fans gescammt? Ich glaube, so gut wie jeder zweite Deutschrapper hat irgendwo mal ein Gewinnspiel gemacht, das sich als Fake entpuppt hat im Nachhinein oder nicht aufgelöst wurde oder was weiß ich. Da könnte man fast jeden erwähnen. So, man hat natürlich irgendwo immer so Shindy im Hinterkopf, aber ich glaube nicht, dass Shindy mal so seine Fans gescammt hat. Shindy mit seiner Box? Dieses Dreams-Ding, okay, mit dem Rucksack, das war vielleicht schon ein harter Scam. Ist es ein Scam, wenn du 150 Euro für deine Box verlangst? Leute es aber mit dem Gewissen ja auch kaufen. Also Leute wissen ja, was drin ist, es steht ja da und zahlen trotzdem 150 Euro. Ist es dann ein Scam? Oder meint er den Dreams-Rucksack damals? Könnte man schon argumentieren, aber wir dürfen uns gar nicht so krass auf Shindy versteifen so. Nachher meint er irgendjemand anderen, kann auch gut sein. Bei Farid weißt du nie, der hat mit jedem Problem auf einmal, wenn es ums Album geht. Du hast deine Karriere im Rap zerstört. Oh. Mit Fanscammen wie Webcam Girls. Aber auch gut. Webcam Girls, auch gut. Jetzt ist er uns, dann hat er mich endlich hype.
Da war doch was gegen Shindy. Safe, 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 safe. Man muss sich konzentrieren hier. Jetzt ist er uns, dann hat er mich hier endlich hype. Für 2000 Boxen wie beim Influencer-Fight. Bro, okay. Was soll ich sagen, Digga? Da ging's um den Michi. Ey, Farid sieht auch hier echt gut aus, ohne Witz. Also Real Talk, das Video 1A, Oberklasse. Real Talk, holy moly, könntest du so im Kino bringen. Den Michi und seine 2000 Boxen, die er verkauft hat. Ich meine, wenn du das mit dem Preis hoch multiplizierst, 2000 mal 150, kommt schon ein bisschen was bei rum, auf jeden Fall. Allerdings hat ja auch Shindy in seinem Diss-Track, glaube ich, gegen die Verkaufszahlen von Kolle geschossen so. Und wenn du halt gegen Kolle schießt, der halt irgendwie von La Dolce Vita 10, 12, 15.000 Boxen verkauft hat, ist es halt ein scheiß Diss, weil der einfach nicht zieht, wisst ihr, ich mein? Und jetzt kriegst du hier oben drauf noch einen von Farid so. Für 2000 Boxen wie beim Influencer Fight, Legende der Straße, zum Gangster-Rap-Paten. Es ist wie der Urknall, ein Banger schafft alles beim Debüt. Es ist wie der Urknall, ein Banger schafft alles. Aber auch episch, sag ich so, wie es ist, auch voll laute, voll, also präsente Doubles so, präsente Backings, gefällt mir unglaublich, unglaublich gut. Auch so als Intro, direkt einen Namen erwähnt, so super nice. Ein Banger schafft alles. Beim Debütalbum dachte ich mir, ich fronte die Szene. Beim zweiten Teil konnte ich von Rap nicht leben. Asphalt Massaker 3, mein Comeback gewesen. Nice. Doch dieses Mal werde ich komplett zersägen. Oh nice, dass er die ganze Reihe, ich wollte gerade Trilogie sagen, aber Trilogie ist ja 3. Sagt man zu einer Reihe mit 4 Sachen irgendwie noch was anderes? Ein Quartett? Sagt man Quartett, aber das würde ja... Also, er reiht diese 4 Alben nochmal nacheinander auf und erzählt ganz kurz, wie er sich bei dem Album gefühlt hat oder sowas. Bei 2 konnte er von Rap nicht leben oder sowas. Aber beim 4. zersägt er komplett oder so, sagt er. Super, super nice Hook auch. Krieg mit Majors, alleine gegen alle, kein Team, nur Gegner. Mich als Feind zu haben ist ein Riesenfehler. Der letzte Überlebende der Street-Rap-Ära. Super nice. Also, Real Talk, auch diese Aussage. Der letzte Überlebende der Street-Rap-Ära. Ja, Quartett wäre richtig, aber sagen nur Boomer. Ja, Chat, chill doch ganz kurz. War doch nur ein Vorschlag. Niemand würde Quartett sagen, okay? Niemand würde Quartett sagen. Eine Trilogie plus 1. Ey, ich hab so Bock auf dieses Album, ohne Witz. So. Eieieiei. 13. Oktober, warte mal. 13. Oktober, bestell das Ding auf jeden Fall gerne vor. Kostet nicht 150 Euro, sondern ne, ein Drittel davon. Also ein Fuffi. Ganz normal, ganz cool. Ich freue mich extrem aufs Album. So soll ein Intro auch sein. Es soll irgendwie, keine Ahnung, Bock auf mehr machen so. Und ich habe nach diesem Intro Bock auf mehr. Real Talk. Ich habe brutal Bock auf dieses ganze Album. Komplett. Von vorne bis hinten. Super Ding.